Herzlich willkommen zu unserer 45. Lateinamerika-Woche hier in der Nürnberger Villa Leon und auch online in Zoom. Also wie wir schon bei der vorherigen Veranstaltung feststellen konnten, ziehen es viele Menschen vor, lieber daheim gemütlich vom Sofa aus hier mit dabei zu sein bei der Lateinamerika-Woche. Herzliche Grüße auch an alle Leute im Zoom-Raum, aber auch ganz toll, dass sich viele noch aufgemacht haben, hierher zu kommen in die Villa. Mein Name ist Gisela Volz, ich bin von Mission Eine Welt und bin jetzt hier für den Trägerkreis der Lateinamerika-Woche, die ja ein sehr bunter Haufen, ein sehr bunter Kreis ist aus städtischen und kirchlichen Einrichtungen sowie menschenrechtlichen und zivilgesellschaftlichen Gruppen im Großraum Nürnberg. Die Lateinamerika-Woche ist organisiert in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung und finanziert wird das Ganze von der Evangelischen Lutherischen Kirche in Bayern über Mission Eine Welt. Und auch von Engagement Global, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. An die Leute hier im Raum bitte ich, es müsste wirklich bitte die ganze Zeit die FFP2-Maske aufgesetzt bleiben. Tut mir leid, aber das sind die derzeitigen Vorschriften. Und das gesamte Veranstaltungsprogramm der Lateinamerika-Woche, wissen Sie ja, sonst wären Sie alle nicht hier, finden Sie hier in diesem Flyer oder auf der Homepage. Es gibt inzwischen auch Filmtage-Flyer für die Filmtage, die ja dann vom 3. bis 9. Februar sind im Filmhauskino. Oder sie stehen auch auf der Homepage der Lateinamerika-Woche. Ich möchte auch noch ganz kurz auf unsere Spendenprojekte hinweisen. In guter Tradition rufen wir ja immer bei der Lateinamerika-Woche auf, zu spenden für Projekte, die es sonst eher schwer haben, an Finanzierung heranzukommen. In diesem Jahr unterstützen wir zum einen die Asociación de Apoyo Miriam in Nicaragua, die Frauen und Mädchen im Hinblick auf Gewalt gegen Frauen unterstützt, mit psychologischer und rechtlicher Beratung und Berufsausbildung. Dazu gibt es übrigens auch die sehr schöne Ausstellung da draußen im Foyer. Nutzen Sie bitte die Gelegenheit, da mal drauf zu schauen. Für die Teilnehmenden, die online sind, in den nächsten Tagen wird da auch ein kurzer Video auf der Homepage stehen, wo man auch mal einen kurzen Einblick in die Ausstellung gewinnen kann. Und das zweite Projekt, das ist dann die Zeitschrift der Infostelle Lateinamerika, ILA, die in ehrenamtlicher Arbeit gut recherchierte Themen und Informationen zu Lateinamerika aufbereitet, jenseits der Mainstream-Medien. Also herzliche Einladung, da die doch zu unterstützen, diese Programme. Hier im Raum gehen die Spendendosen rum und online findet man auf der Homepage auch die Kontoverbindungen der jeweiligen Projekte. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass wir ja hier in Nürnberg eine Städtepartnerschaft hatten mit Nicaragua, San Carlos. Und da gibt es auch in San Carlos ein Frauenhaus seit 2008, in dem Unterstützung für Frauen geschieht, die eben häusliche sexualisierte Gewalt erfahren haben. Es gibt dort auch juristische und psychologische Beratung sowie präventive Aufklärung in der Region. Wer dazu mehr Infos haben möchte, kann unter der Homepage von der Städtepartnerschaft nika-nürnberg.de weitere Informationen abrufen. Aber jetzt freue ich mich, dass wir ja heute den Vortrag haben zu Niona Menos. Ein Protest geht um die Welt, Hintergründe und Aktuelles zur Bewegung aus Lateinamerika. Und dazu haben wir hier eine ganz junge und
zahlreiche Gruppe von Ni Una Menos, engagierte Frauen, die sich hier in der Region dafür engagieren, für diese weltweite Bewegung Ni Una Menos. Da werden wir jetzt gleich ganz viel mehr dazu erfahren. Kurz vorweg ein paar Worte dazu. Ni Una Menos, also übersetzt eigentlich nicht eine weniger, ist eine Bewegung, die 2015 in Argentinien nach dem Frauenmord an einer Teenagerin entstanden ist. Der Kampf gegen diese Femizide und die zugrunde liegenden patriarchalen Gesellschaftsstrukturen bilden die Grundlage der inzwischen weltweit agierenden Bewegung. Angefangen mit ersten Massendemonstrationen im Juni 2015 haben sich die Themenbereiche mittlerweile ausdifferenziert und umfassen auch den Kampf für ein Abtreibungsrecht, für Geschlechtergleichheit und das generelle Aufzeigen von Gegenentwürfen zum vorherrschenden kapitalistischen System mit seinen kolonialen Vorläufern und machistischen Gewaltstrukturen. Die Referentinnen hier von Ni Una Menos berichten über die Entstehung, über die Aktionsformen und auch die aktuellen Herausforderungen der Bewegung. Und ich begrüße dazu euch nochmal ganz herzlich Maria Passotto, vielleicht sagt ihr mal kurz, wer ihr seid, genau. Paulina Olea, Sige Vargas und Paola Manzano. So, bienvenidas. Es wird jetzt dann so sein, dass ihr, glaube ich, hauptsächlich in Spanisch redet. Ich werde versuchen, das einigermaßen zu übersetzen. Bitte nicht so schnell sprechen. Und es gibt dann noch eine Präsentation. Die ist, glaube ich, auf Deutsch. Genau. Eine Mischung. Und wir planen eben ungefähr, so mit Übersetzung wird es ungefähr der Input so eine Stunde dauern. Danach ist dann noch Gelegenheit eben für Diskussionsbeiträge, Nachfragen, Beiträge. Herzliche Einladung auch dazu. Ja, Deutsch ist besser, aber Spanisch zu schnell ist dann ein bisschen. Genau, aber jetzt seid erstmal ihr an der Reihe und ja, ihr habt das Wort. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la bienvenida, por la invitación a este evento. Vamos a proceder a presentarnos como organización y como las personas que estamos integrando esta organización de Ni Una Menos de Nuremberg. Y llamamos Feminizar en Latinoamérica porque todo fue impulsado desde un feminicidio que ocurrió en Argentina, como había mencionado Gisela. Perdón. Ja, also schönen guten Abend. Wir sind also hier von Ni Una Menos, von der Gruppe hier aus Nürnberg. Und ja, wir freuen uns hier zu sein. Wir werden eben jetzt über die Geschichte der Bewegung und über die Bewegung an sich etwas erzählen, die eben 2015 in Argentinien entstanden ist. Es ist ein Integrante de nuestra organización, de las primeras mujeres que impulsó este proyecto en el 2019. Sorry, otra vez, por favor, yo estaba afuera. Lo siento. Bueno, ella es Vanina Rodríguez, es una de las integrantes que impulsó todo este proyecto de Ni Una Menos Nuremberg en el 2019. Uh-huh. Also das Bild zeigt jetzt Vanina Rodríguez. Sie ist Argentinierin und hat hier eben Ni Una Menos, die Bewegung hier in Nürnberg, ins Leben gerufen. Lamentablemente ella no pudo estar aquí y se encuentra en este momento en Argentina. Und im Moment kann sie nicht da sein, weil sie gerade in Argentinien ist. Mi nombre es Paola Manzano, como habíamos mencionado. Estoy también desde el 2019 en la organización. Soy socióloga, graduada en Ecuador, soy ecuatoriana. Also sie ist Paola Manzano und ist auch seit 2009 dabei bei Ni Una Menos
oder? 19. Entschuldigung. Und sie ist Soziologin und kommt ursprünglich aus Ecuador. Presento, mi nombre es María Paz, soy chilena y formo parte de Ni Una Menos Nürnberg desde el año 2020. Dann María Paz, María Paz, sie ist Chilenin und seit 2020 bei Ni Una Menos in Nürnberg dabei. Hola, buenas tardes, mi nombre es Paulina. Igual desde el año 2020 formo parte de la colectiva de Ni Una Menos Nürnberg y bueno, creo que conocí a casi todas en una marcha del 8 de marzo. Und sie heißt Paulina, ist auch seit 2020 dabei und sie hat eigentlich die Bewegung kennengelernt bei einem bei einer Demo zum 8. März, also Frauendemo am 8. März. Hola, mi nombre es Ige, soy chicana y formo parte de Ni Una Menos desde el 2020. Und sie ist Ige, de qué país? De? Chicana. De Estados Unidos y México. Ah, okay. Chicana, lo siento, pero no conozco México tanto. Sie ist aus Chicana, also so eine Provinz in Mexiko. USA, Mexiko. Ach so, okay. Yeah. Oh, okay. Sorry. Und auch seit 2020 dabei. Bueno. Nosotros queremos darles un poquito de información de cómo el movimiento social de Ni Una Menos se creó en Argentina. Como ya nos dijo Gisela, la primera vez que se usó el lema Ni Una Menos fue en el 2015 en un maratón de lectura, pero igualmente enfocado con una perspectiva feminista. Este lema lo usó una comunicadora. Okay, also Sie werden jetzt eben was über die Entstehung der Frauenbewegung Ni Una Menos, also nicht eine weniger, erzählen. Und das erste Mal, dass diese Titel sozusagen Ni Una Menos benutzt wurde, oder dieser Name Ni Una Menos war bei einem Lesemarathon, bei einem feministischen Lesemarathon. Sí, pero no fue hasta junio del 2015 que, como ya mencionó mi compañera Paola, se generó una demostración, una marcha en donde multitudinal, donde se presentaron muchísimas mujeres usando este lema de ni una menos. Y la razón o lo que generó fue el feminicidio de una adolescente de 16 años que estaba embarazada. Bis im Juni 2015 gab es eben diese große Frauendemo in Argentinien und da wurde dann eben dieser Name zum ersten Mal so richtig groß benutzt, Ni Una Menos. Und der Grund für diese große Demo, wo wirklich Frauen aus ganz verschiedenen Bereichen kamen und da demonstriert haben, war die Wut über einen Femizid an einer Jugendlichen von 16 Jahren, die schwanger war. Y bueno, este lema se usó por primera vez en 1995 por una poetisa mexicana. Su nombre es Susana Chávez. El lema que ella usó era en un poema, era Ni una mujer menos, ni una muerte más. Und also der Name Ni Una Menos kommt
ursprünglich von einer Mexikanerin, Susana Chavez, die ein Gedicht geschrieben hat mit dem Satz, ja, also Neona Menos, also nicht eine Frau weniger, keine Tote mehr. Sí, y pues fundamentalmente ella hizo este poema para protestar contra los feminicidios en el estado de Guanajuato. Und sie hat dieses Gedicht geschrieben oder hat diesen Satz dafür benutzt, um gegen die Frauenmorde, gegen die Femizide im Staat Guanajuato zu protestieren. Y lamentablemente la poetisa pues fue víctima misma de un feminicidio en el año 2011. Und sie selber, diese Dichterin, wurde Opfer eines Femizids 2011. Y pues creo que la pregunta que siempre nos están haciendo aquí en Alemania es ¿por qué este movimiento social, este movimiento feminista de una menos, de ni una menos, se fue expandiendo mundialmente, pues incluso ya lo vemos aquí en Europa? Und eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird hier in Deutschland, warum diese Bewegung ni una menos sich so schnell, so weltweit ausgebreitet hat? Pues mi respuesta muy, muy personal sería que pues nosotras venimos de países diferentes, incluso nosotras dos somos mexicanas, pero tenemos unas, pues nuestras realidades son totalmente distintas. Yo vengo de la Ciudad de México y mi compañera Sige, ella es chicana. Chicana nada más, ¿quieres aclarar qué es lo que... lo que significa el concepto chicano, porque chicano no es un estado, sino es una identidad y se creó desde 1960 por los mexicanos estadounidenses que vivían... Stop, ich muss erst übersetzen. espérame, por favor. Primero sí, vos y después tú. genau. Also die Antwort, die sie gibt, es, dass Wir sind einfach Menschen oder Frauen aus ganz verschiedenen Realitäten, zwar alle spanischsprachig, aber sie repräsentieren einfach ganz verschiedene Realitäten von Frauen, auch in Lateinamerika. Also sie ist jetzt aus Mexiko und sie ist aus Chicana und was das jetzt bedeutet, wird sie jetzt uns gleich erklären. Y básicamente una persona chicana puede ser de descendencia mexicana o latinoamericana. Yo crecí en la frontera, entonces la realidad fronteriza es muy diferente a la realidad que sucede en el centro de México. Y bueno, también se usa el lema ni una menos, pero es un lema que se ha moldeado a las diferentes realidades que tenemos en Latinoamérica, tanto como en México, como sucede en Chile, Ecuador o Argentina. Uh-huh. Also Chicana ist eigentlich jetzt eine Identität, also es ist kein Land, aber es ist eine Identität, weil sie eben an der, das ist praktisch die Region, die an der Grenze von Mexiko zu den Vereinigten Staaten, zu USA liegt. Und diese Realität der Grenznähe in dieser Grenzregion ist eben doch eine völlig andere als jetzt im sonst Mexiko oder USA. Und ja, und deswegen ist ihre... habe ich den Faden schon wieder verloren? So. Also es sind ganz verschiedene Identitäten, die sie repräsentieren, jetzt von den verschiedenen Ländern, auch in Lateinamerika, also Ecuador, Argentinien, Chile und so weiter. Y a pesar de estas diferentes realidades en las que cada una crecimos, y al igual que en todos los países de Latinoamérica, pues este movimiento surgió por el hartazgo, porque todos los días, esa es la realidad tanto en México como en Chile, como en diferentes países de Latinoamérica, pues siempre vemos
noticias, incluso desde el 2015, desde el 2008, se empezó a visibilizar un poquito más el término de femicidio. Y eso es lo que compartimos, este hartazgo porque nos están matando y los gobiernos no lo visibilizan como un problema de género. Also weil ihre, obwohl jetzt eigentlich ihre Realitäten alle so sehr verschieden sind in den verschiedenen Ländern und Kreisen und Regionen, hat sie doch eigentlich zusammengeführt, jetzt aus den verschiedenen Ländern, Chile, Mexiko, Ecuador und so weiter, hat sie zusammengeführt eigentlich diese Empörung über die Femizide, die ja tagtäglich passieren, weil das ist eine Realität, die sie alle miteinander vereint, also diese Femizide, die tagtäglich passieren, und sie eint diese Empörung darüber, 2015 eben mit dieser großen Demo da in Argentinien, und ja, so seit 2008 sagt sie jetzt, haben die Frauen eher so angefangen, sich ein bisschen zu sensibilisieren für diese Femizide. Also da ist es einfach auch ein bisschen breiter geworden. Und ja, die Empörung ist auch darüber, dass es staatlicher Seite überhaupt nicht anerkannt wird oder auch keine Sensibilität gibt dafür, für die Aufarbeitung von Femiziden und Strategien dagegen. Además, en Ni Una Menos, aparte de ser principalmente impulsado por el tema de femicidios, también exigen otro tipo de derechos que las mujeres necesitan en la actualidad. Und für Ni Una Menos geht es jetzt auch ein bisschen natürlich darüber hinaus, über die Femizide. Es ist auch wichtig, einfach die Rechte von Frauen, also in jeglicher Hinsicht. Y entre ellos entra el tema del aborto libre, gratuito y seguro. Und ein wichtiges Thema ist eben auch das Recht auf eine Abtreibung, auf eine kostenlose und legale Abtreibung. Argentina nuevamente nos da las luces en ese tema. Y en el, ¿qué año fue? ¿2017? Sí. En el año 2020 se legaliza completamente... 2021, se legaliza completamente el aborto en Argentina como un tema de salud gratuita que tiene que cualquier mujer libremente puede decidir sin tener que tener los agravantes como la violación, por ejemplo. Mm-hmm. Und in Argentinien ist es zum Beispiel jetzt so, dass seit 2021 es das Recht auf Abtreibung gibt und es ist auch kostenlos, also ist Bestandteil des öffentlichen Gesundheitssystems, und also die müssen da auch, es gibt keine Hürden mehr für die Frauen, sondern wenn die Frauen abtreiben wollen, dann können sie das tun. Entonces, en este momento, Ni Una Menos está abogando también desde todos los diferentes países por este tipo, esta libertad y este derecho que las mujeres necesitan en todo el mundo. Und Ni Una Menos engagiert sich hinsichtlich dieser Rechte und dieser Freiheit für Frauen eben weltweit, obwohl sie eigentlich aus sehr verschiedenen Ländern kommen. Esta fotografía, por ejemplo, es de la marea verde. Todo el tema de color verde, que es un poco diferente al tema del color morado que identifica el femicidio. El verde identifica la abolición, o sea, el derecho a exigir el derecho al aborto. Und dieses Foto, was man da sieht, es ist sozusagen die grüne Flut. Die Farbe grün symbolisiert in dem Fall eben dieses Recht auf Abtreibung, diese Freiheit. Und im Gegensatz jetzt zu der Farbe lila, die ja eher so für die Femizide steht.
Como pueden ver, es multitudinaria, pero a su vez también existe una protesta en contra, que esto es básicamente representada desde lugares conservadores, desde la Iglesia Católica principalmente. Und es gibt natürlich auch Protest gegen ihre Bewegung, gegen die UNAMENOS, kommt hauptsächlich aus dem konservativen Bereichen, vor allem von der römisch-katholischen Kirche. Bueno, les vamos a comentar un poco de lo que hacen los movimientos feministas. Básicamente nos vamos a situar acá en Nürnberg, porque nosotras nos decidimos reunir. Principalmente, nosotras hemos encontrado un espacio seguro y en nuestro idioma como mujeres latinas, hispanoparlantes, reconociendo que nuestra realidad es diferente, digamos, a la, al feminismo europeo, digamos, feminismo blanco. Uh-huh. Und jetzt wollen Sie ein bisschen erzählen über, also wie Sie eben arbeiten hier in Nürnberg und wie Sie sich versammeln. Und also Sie sind alle Latinas und Sie möchten auch in Ihrer Sprache, in Ihrer Muttersprache sprechen. Und Sie möchten einen, ja, einen sicheren Raum haben für sich. Deswegen ist auch die Sprache in Spanisch wichtig für Sie. Weil sie immer wieder feststellen, dass ihre Realität eben als Latinas hier in Deutschland doch durchaus auch eine andere ist als die von anderen Frauen und auch von auch im feministischen Diskurs sie da doch andere Positionen haben. Nosotras nos posicionamos desde el feminismo decolonial y interseccional, esto significa de que nosotras tomamos las variables, digamos, como etnia, clase también, ya que nosotras vinimos de diferentes países y diferentes realidades. Und ihre feministische Position ist ein dekolonialer Feminismus, intersektioneller Feminismus, was bedeutet, dass sie eben auf die verschiedenen Ebenen auch der Unterdrückung sozusagen schauen und Realitäten, also ethnischer Art oder wirtschaftlicher Art, also Klassengesellschaftsart, genau. Ja, jetzt kommt... ahorita les vamos a dar unos datos, nada más unos pequeños datos acerca de distintos países en Latinoamérica que creemos que son de relevancia como para posicionar a cada uno de los países dentro del movimiento feminista y qué es lo que ha logrado este movimiento feminista a partir de la creación de Ni Una Menos. Jetzt werden Sie noch mal ein paar Daten, Fakten von einigen Ländern noch mal bringen, weil ja ihre Realitäten ja sehr verschieden sind, aber und es ist wichtig, dass man einfach diese Daten auch kennt, um Ni Una Menos auch ja, die Positionen und ihre Arbeit nachvollziehen zu können, zu verstehen. Bueno, México, en México, no sé quién de aquí sea hispanoparlante o quién sea mexicano, pero creo que todo mundo tenemos como claro de que en Latinoamérica existen diferentes nacionalidades. Incluso dentro de México, México fue el nombre que le dieron los colonizadores e incluso el término de Latinoamérica. Hay muchísimas autoras feministas latinoamericanas que no usan Latinoamérica para referirse al continente, bueno, a esta parte del continente americano, sino la región de Abya Yala. Ja, also jetzt gehen wir mal auf Mexiko und
Wie ja alle wissen, in Lateinamerika leben sehr viele verschiedene Nationen und Nationalitäten und auch, aber auch Ethnien. Der Begriff Lateinamerika kommt eigentlich auch aus der Kolonialzeit und von den Kolonialherren geprägt. Deswegen gibt es viele feministische Ansätze, die eher sagen, der Name ist Abya-Yala von Lateinamerika. Y bueno, dentro de México se hablan 69 lenguas diferentes, y aparte el español que es un, pues es el idioma que se nos impuso. Y creo que es importante mencionar esto porque igual algo que compartimos todos los países de la Abya Yala es esta herida colonial que sigue ahí porque el colonialismo, muchos hablan de postcolonialismo como si este ya no existiese, como si este ya no formase parte de nuestras vidas, pero la realidad es otra. In Mexiko werden 69 verschiedene Sprachen gesprochen. Das Spanische ist ja eigentlich die Kolonialsprache, also die wurde von den Kolonialherren aufoktroyiert. Und Abya-Yala, also da es sprechen ja, deswegen verwenden sie auch Abya-Yala, weil es wird oft von Postkolonialismus gesprochen oder von der Kolonialzeit wie von einer vergangenen Zeit, aber die gar nicht mehr existiert, aber das stimmt ja nicht. Y la razón por la que sigue siendo muy importante que todavía hablemos de la colonia y de las heridas que dejó Europa o España, para ser más precisa, es porque sigue habiendo mucha división de clases sociales en México y esto es algo que nos sigue dividiendo. Como siempre, en el caso del feminismo, las mujeres blancas están por encima de lo que son las mujeres indígenas o personas de color negras. Und zum Beispiel, also deswegen sprechen wir eben auch noch sehr viel über den Kolonialismus, weil das ist wichtig, weil eben die Spuren, die der Kolonialismus hinterlassen hat, eben heute noch nachwirken. Zum Beispiel in den verschiedenen sozialen Klassen, die es in Mexiko gibt. Und das macht sich dann auch gerade jetzt im Bereich von Frauen oder auch von Feministinnen dann deutlich, weil weiße Frauen über den schwarzen Frauen oder die eben mit noch indigene Wurzeln haben, weil die weißen Frauen immer über denen stehen. Y son estas mujeres las que siguen siendo las mayores víctimas de los feminicidios o de cualquier tipo de violencia que existe gracias al patriarcado. Und die Frauen sind ja die Hauptopfer von den, ja, also sie sind die Opfer von diesen Strukturen, von den patriarchalen Strukturen, was man ja an den Femiziden sieht. Ni una menos, o el nombre en general, le da un espacio y da una visibilización a todas esas personas que somos víctimas de la violencia subordinadas y también incluye lo que es el feminismo indígena, el feminismo comunitario y feminismo conectado con la naturaleza que tiene mucho que ver con el feminismo indígena. Ni una menos es wirklich also versucht auch diese verschiedenen Realitäten der Frauen da in ihren feministischen Konzept mit einzubeziehen. Also es gibt zum Beispiel einen indigenen Feminismus, communitaria, also gemeinschaftlichen oder Feminismus und einen, der sich eben auf die Natur bezieht, also auf die und also auf die Erhaltung der Natur und
das hat auch sehr viel mit dem indigenen Feminismus zu tun. Y nada más, pues para irnos un poquito más rápido, porque el tiempo ya se nos viene encima, ¿qué es lo que el movimiento feminista ha logrado en México? Es la ley Ingrid. Es una ley que que sentencia a los femicidas a prisión. Que sentencia a las personas que divulgue fotos de femicidios a prisión. Zum Beispiel in Mexiko haben die Frauen und die Feministinnen eben auch was erreicht, und zum Beispiel dieses Ley Ingrid, also Gesetz Ingrid von 2020, was eben bedeutet, dass jede, ich muss näher ans Mikro, ja. Ich wollte bloß die Präsentation lesen. Also das sind, quizás puedes explicar un poco mejor, porque realmente no. Ja, Ley Ingrid ist das Gesetz, das gibt eine Strafe zu den Leuten, die Bilder von Femiziden verbreiten, also online zum Beispiel. De la ley Olimpia le dan castigo a las personas igualmente que compartan cualquier intimidad, ya sea a los conocidas nudes o videos sexuales que una mujer haya compartido en la privacidad con un hombre, y si lo comparte o lo publica sin autorización de la mujer, legalmente puede abrirse un caso de una sentencia. Dann gibt es noch das Gesetz Olimpia, das eben auch im digitalen Bereich Angriffe auf Frauen, eben weil sie Frauen sind, erkennt, als anerkennt als eine Straftat, und solche Praktiken dann eben auch bestraft, also auch im privaten Bereich oder im sexuellen Intimitätsbereich, eben auch im digitalen Raum. Y bueno, nada más por último, lo más importante es que se legalizó el aborto en la Ciudad de México y en otros 5 estados más en México. Auch die Abtreibung ist legal in 2 Staaten, also Mexico City, Oaxaca, und auch noch in weiteren. No, el siguiente. Bueno, yo les voy a contar un poco de cómo es el panorama dentro del feminismo en Chile. Sie wird jetzt auf die Realität, auf die feministische Realität in Chile eingehen. En resumen, es que la política y las reformas aún son insuficientes para tratar los temas de violencia hacia la mujer y también en torno al feminicidio. Also sie wird jetzt eben da auf die verschiedenen Punkte eingehen, und wie es um die Realität des Femizids in Chile bestellt ist. Por ejemplo, no hay justicia ni sanciones para los feminicidas. Y los jueces también no tienen perspectiva de género. Eso quiere decir de que ellos no ven la situación completa de la mujer y lo que llevó a que pasara eso. Es ist zum Beispiel so, dass eben jetzt im ganzen Justizbereich, also Richterinnen und so weiter, dass die überhaupt kein Konzept haben von Geschlecht und Geschlechteridentität, und dass das in der Rechtsprechung eigentlich kaum berücksichtigt wird. En resumen, el Estado no hace nada.
Hay un sentimiento de justicia y las mujeres han debido organizarse solas, ya sea en comunidad o en organizaciones, para pedir justicia. Und es ist so, dass also vom Staat und in der Rechtsprechung da überhaupt Femizide überhaupt nicht berücksichtigt werden, das keine Rolle spielt. Und die Frauen mussten sich selber zusammenschließen und protestieren. Acá hay una imagen del grupo Las Tesis que dio la vuelta al mundo con la performance Un violador en tu camino. Und hier sehen wir ein Bild eben von diesem Frauenkollektiv Die Thesen, die auch die Realität, also die nochmal darauf hinweisen, es war nicht meine Schuld und der Vergewaltiger warst du. Oder bist du? Also die. Lo importante de esta performance es que quiere decir que el tema del feminicidio, de la violencia hacia la mujer, sucede en todo el mundo. Eso quiere decir que no es un problema de los países del sur del mundo, sino que se presenta más o menos, en menor o mayor cantidad, en todos lados, lo que tiene, le da un carácter universal. Und Sie weisen da auch nochmal darauf hin, dass es jetzt nicht nur eine besondere Situation ist in Lateinamerika oder in Chile oder in den armen Ländern des Südens, sondern dass es eher ein weltweites Problem ist, das wirklich überall existiert, diese Realität des Femizids und Vergewaltigung und sexualisierter Gewalt. Les voy a presentar también un poco de mi país, Ecuador. En Ecuador, el aborto no es legal. Bueno, recientemente se legalizó por temas de violación. Also en Ecuador, da wird sie jetzt drüber erzählen, ist der Abort, ist die Abtreibung noch nicht legalisiert, aber pero violación sí. Also, aber Vergewaltigung ist schon ein Straftatbestand. Que fue legalizado el anterior año. Was im letzten Jahr legalisiert wurde. Es por eso que la mayor parte de mujeres mueren en el aborto. La mayor parte son mujeres indígenas y pobres que no pueden pagar un aborto sano y seguro. Und die meisten Frauen, die an den Abtreibungen sterben, sind eben arme Frauen, indigene Frauen, weil sie sich halt keine vernünftige Gesundheitsversorgung auch leisten können. En mayor o menor medida también existen muchas mujeres que están siendo asesinadas en el Amazonas, porque son ellas quienes se organizan para proteger todo el tema extractivista que está sucediendo en la Amazonía. Und viele Femizide geschehen auch im Amazonasgebiet. Sehr viele Frauen organisieren sich da und protestieren da gegen die Gewalt. En este momento son las mujeres indígenas las primeras y únicas que se están organizando en contra de la extracción minera y la extracción petrolera en zonas protegidas. Und in Amazonas, also in diesem Gebiet, sind es vor allen Dingen die Frauen, die sich wirklich organisieren, auch gegen die Ausbeutung durch Bergbau oder Ölförderung. Und ja, sie sind dann besonders von der Gewalt auch betroffen. Lamentablemente, estas mujeres y todo este sector indígena amazónico también está siendo víctima de prostitución, alcoholismo y violaciones, lo cual antes no sucedía en estos sectores indígenas. Und ja, also gerade leider ist der ganze indigene Bereich ist leider auch sehr betroffen von Prostitution, Alkoholismus y Vergewaltigung, genau. Und Femizid. Actualmente estamos yendo, las mujeres indígenas están yendo a cortes internacionales para pedir protección, pero lamentablemente ni el Estado ecuatoriano ni las cortes internacionales han podido hacer
algo al respecto. Und sie versuchen auch auf internationaler Ebene eben was zu erreichen gegen die Femizide und auch eben um Aktivistinnen auch zu schützen. Aber leider haben sie da bisher noch keinen Erfolg gehabt, auch auf Ebene der UNO und so weiter. Ich glaube, dass wir müssen. Ja, bueno, como quieren, also es fehlt noch viel. Es fehlt noch viel. Ja, also wir hätten eigentlich mehr Informationen Ihnen geben ja, wollen, aber wegen der Zeit und auch die Übersetzung bueno, ist. Ja. 10 minutos, 5 minutos ja, más. 5 Minuten. Ja, sí, porque, sí. Ja, dann können wir 10 Konklusionen geben. Ja, okay. Ja, und ich solo quiero aclarar que nosotras damos entonación a estas diferencias que existen dentro de los diferentes femicidios, no para separar. Lo que buscamos en los de diferentes feminismos, perdón, lo que buscamos en nuestro feminismo es poder tejer redes con todas las mujeres de todo el mundo, no a pesar de las diferencias, sino tomando en cuenta de las diferencias en donde exista un feminismo en el que podamos, en donde quepamos todas. Und sie möchte jetzt auch nochmal betonen, dass sie ihr feministisches Konzept, also und sie klagen jetzt auch nicht die Femizide an und gründen diese Bewegung nicht, um zu trennen, sondern ihnen ist wichtig, weltweit größere Netzwerke zu knüpfen von Frauen. Und wichtig ist auch diese nicht die Unterschiede, dass man sich gegen untereinander trennt und auseinanderdividiert, sondern eben es ist wichtig, diese Unterschiede im Kopf zu haben und diese zu achten, um dann eben zu gemeinsamen Strategien und zum gemeinsamen Agieren zu kommen. Achso, ja. Okay. Und das werde ich auf Spanisch und auf Deutsch sagen, zuerst auf Spanisch. Les invitamos para que nos sigan en Instagram, en donde compartimos informaciones diversas. A veces publicamos acerca de mujeres en el campo literario, en el campo del arte, pero también publicamos informaciones acerca, por ejemplo, acerca del aborto, acerca de temas feministas. Y para los que estén interesados, vamos a abrir un círculo de lectura en el tema va a ser el feminismo comunitario. El feminismo comunitario es un feminismo que fue creado en las comunidades indígenas, que es un feminismo horizontal, decolonial, antipatriarcal, antirracista, anticapitalista y antineoliberal. Entonces, donde se reconoce al cuerpo o... Ich versuche das auf Deutsch zu sagen. Okay. Ja, wunderbar, weil jetzt ist mir zu viel geworden. En donde se reconoce al cuerpo como el primer territorio de lucha. Und jetzt versuche ich das auf Deutsch zu sagen, wenn nicht, dann bekomme ich dann Unterstützung, dass ich wollte an die Leute, die interessiert sind, einladen, uns in dem Instagram-Seite uns zu folgen, wo wir sharing. Machen Beiträge, um das Thema Feminismus und auch wir veröffentlichen unsere Veranstaltungen. Und auch, ich wollte auch Ihnen einladen zu einem Lesenkreis, um das Thema
Communitarian Feminism. Das kommunitarische Feminismus. Wir möchten eine Lesengruppe machen, um herum dieses Thema. Ja, und zusammenzufassen, das kommunitarische Feminismus, es geht um Horizontalität gegen Rassismus, gegen Neoliberalismus und Kolonialismus und so weiter. Das bedeutet, dass wir unsere eigene Stimme haben. Wir sprechen von uns auf gleiche Ebenen. Und es ist ein Feminismus, die bei der Indigenous Communities entstanden ist. Also es ist nicht ein Feminismus, die also von unserer Realität entstanden ist, sondern von einer anderen Realität. Und das ist den Gesellschaft. Gemeinschaft. Genau. Und in diesem Feminismus ist sehr wichtig, dass der Körper ein Territorium ist. Ja, genau. Zum Beispiel, dass unser Körper erfährt alles Unterdrückung und auch Diskriminierung, Rassismus, Kolonialismus und alles. Es und ist verbunden viel mit Kolonialismus. Es ist das erste Territory, die kolonisiert wurde. Ja. Und danke an alle, also auch online, die da sind. Danke für, also vielen Dank, Gisela, für die Übersetzung. Ich weiß, dass es keine einfache Thema ist, zu übersetzen. Und eigentlich, wir wollen immer mehr sagen, als immer, obwohl wir das aus Spanisch sagen. Es gibt so viele Informationen, die wir mit alle mitteilen wollen und sharing wollen, aber ja. Deswegen gibt es unsere Instagram, wo Sie also Fragen machen können, wo Sie auch, wenn Sie Ideen haben, wenn Sie was machen wollen, auch zusammen, dass wir sind offen dafür. Und herzlichen Dank wieder, Gisela, für die. Ja, auch. Also auch erstmal ganz herzlichen Dank nochmal an euch für diese Einführung in die Bewegung von Neona Menos. Sorry, wenn ich euch jetzt nicht immer ganz toll übersetzt habe. Ihr seid wahnsinnig schnell. genau. Ja, aber also wir haben jetzt wirklich nochmal so einen ganz guten Überblick bekommen. Und jetzt bitte ich doch um Fragen und Beiträge, weil das ist ja wirklich ein sehr spannendes und wichtiges Thema, auch wie wir es schon bei unserem Vortrag um 18 Uhr gehört haben, wo wir die ganzen Zahlen und eigentlich die erschreckenden Zahlen nochmal präsentiert bekommen haben. Und hier ist eine sehr junge Bewegung, die sich engagiert und die was verändern will. Das finde ich ganz toll. Also ich bitte um Wortmeldungen, auch gerne online bitte wieder in den Chat schreiben. Ihre Beiträge, da hier ist eine. Wir haben, ja, ist okay. Yo hablo español, no hablo muy bien alemán. Yo soy médico de profesión y trabajado 3 años en este campo. Muchas veces he recibido mujeres que antes de estar muertas pasaron por emergencia 4 veces con golpes. Entonces, para mí sería muy importante que el movimiento dirija en esa perspectiva de prevención. Muchas actividades en contra de la prevención del maltrato a la mujer antes de que suceda. No sería muy importante. Y también para mí, ¿en qué podrían ayudarnos los otros países en este caso?
ya que las mujeres estamos, como yo, latinoamericana en Alemania, en apoyarnos, y cómo nos apoyarían los demás países sería brindando información a otras mujeres, a hombres también, porque los niños pequeños también, si los enseñamos a amar, si los enseñamos el respeto, desde pequeños en el futuro no vamos a encontrar estos problemas. Eso sería también muy importante. Also sie ist Ärztin und seit 3 Jahren praktiziert sie und ist auch mit, arbeitet auch viel mit Frauen. Also es kommen viele Frauen zu ihr, die dann Notfälle sind aufgrund von sexualisierter Gewalt, von häuslicher Gewalt. Und ja, also für Sie wäre es eben nochmal ganz arg wichtig, welche Maßnahmen können wir eigentlich machen, damit sowas nicht passiert. Und da wäre die Präventionsarbeit ganz arg wichtig, dass, damit eben Frauen überhaupt gar nicht erst misshandelt werden. Also die Präventionsarbeit, auch die gerade in der Erziehung von, also die Erziehung zu Respekt, zu gegenseitigem Respekt, das ist ganz wichtig. Und für Sie ist auch nochmal die Frage, wie eigentlich andere Länder damit unterstützen könnten. Also wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Also Informationen weiterzugeben, auch ja, Strategien, Konzepte weiterzugeben, die dagegen helfen. Bueno, para responder la pregunta, ¿está prendido? Ya. En primer punto, todo el tema de violencia contra la mujer es bastante lamentable y es bastante es lamentable y es progresivo. De acuerdo a esas medidas, nuestra primera forma de defendernos es tejiendo redes cuando estamos fuera de nuestro país, tejiendo redes en las que podamos tener la seguridad de hablar y de apoyarnos a las unas a las otras en nuestro propio idioma y con nuestras propias realidades. Also ganz wichtig ist erstmal, dass sie eben Netzwerke knüpfen untereinander, aber immer mit eben dieser Sicherheit ihrer eigenen Realität, als jetzt zum Beispiel sie als Latinas hier in Deutschland, in ihrer eigenen Sprache sprechen zu können und so weiter. Also Netzwerke knüpfen ist erstmal ganz wichtig. Después también entender cuáles son todas las estrategias que existen, por ejemplo, aquí en Alemania, a las que podemos acudir, pero que lamentablemente no están traducidas y no están al alcance de todas. Y eso es un gran problema porque tal vez existe la forma de solucionar esto, de a dónde poder acudir por ayuda, pero nosotros no sabemos cómo hacer eso. Es gibt natürlich schon Strategien, wie man da agieren kann, aber nicht alle haben den Zugang dazu. Nicht alle wissen das und das ist halt schon mal ein Problem, wie man diese Strategien dann auch wirklich ja, weiter verbreiten kann. Und das Wissen dazu auch weiter verbreiten kann. Ja? Lamentablemente, todo el proceso para poder recibir ayuda es bastante burocrático y te revictimiza como persona, porque después de un cierto tiempo tú ya no quieres seguir el proceso, porque toma mucho tiempo, toma muchas pruebas y llega al punto donde tú ya no quieres volver a pasar por el cuestionario que las autoridades te preguntan y te repreguntan para poder tomar acciones en el asunto. Und zum Beispiel, also wenn man jetzt eben auf die offiziellen Stellen, wo man Hilfe bekommen kann, sich anschaut, also staatliche Stellen, dann muss man das halt auch einfach auch erstmal wissen. Das ist ein langer Prozess. Man muss Beweise anbringen und das ist, wenn man betroffen ist von häuslicher Gewalt, dann ist das ja auch schwierig, weil man vielleicht gar nicht nochmal mit dieser Situation konfrontiert werden möchte. Weil man da dann ja, wenn man da Beweise anbringen muss, muss man ja immer, wird man ja immer wieder damit konfrontiert.
Eso que acaba de mencionar mi compañera Paola es cierto, por eso tenemos que enfocarnos desde otras soluciones, porque las soluciones que nos están dando estructuralmente no están funcionando, nos siguen matando, nos siguen violentando, y si empezamos a ver otra perspectiva, como el feminismo comunitario, feminismo colonial, antirracista, anticapitalista, posiblemente podamos encontrar mejores soluciones donde empecemos a cuidar nuestro cuerpo para poder reflejar eso y poder amarnos y poder encontrar un mundo más equitativo y donde la mujer se pueda respetar. Und also was Paola vorhin gesagt hat, ist sicher, weil wir brauchen also auch irgendwie andere Lösungen. Denn die, die jetzt bisher existieren, die greifen nicht. Wir brauchen strukturelle Lösungen, andere Perspektiven, eben aus einer feministischen Perspektive heraus, aus einer antirassistischen, antikapitalistischen, antikolonialen Perspektive heraus. Wir müssen darüber reflektieren und nachdenken und dann kommen wir vielleicht zu anderen Lösungen. Y primero quiero agradecer por el comentario que dieron en público y en cuanto a la pregunta que se hizo al final de cómo nos puede apoyar Alemania a las mujeres migrantes viviendo aquí, es algo que nos hemos cuestionado varias veces y que hemos reflexionado y pues creo que primero lo que necesitamos son, por ejemplo, este tipo de espacios en el que, a pesar de que algunas compañeras puedan manejar el idioma, pues al final de cuentas, hablar nuestro idioma con nuestras hermanas nos da un lugar seguro, un lugar en donde nos sentimos seguras y en donde podemos, ahí, a partir de ahí, podemos compartir. Und ja, danke nochmal für den Kommentar und eben diese Frage, wie man jetzt eigentlich von Deutschland aus jetzt auch hier die Migrantenfrauen unterstützen kann. Und da ist eben der Bereich, also es ist ganz wichtig, eben Räume zu schaffen, sichere Räume zu schaffen. Da spielt Sprache eine wichtige Rolle, weil die Sprache eben Sicherheit gibt, in der man sich ausdrücken kann. Und das ist eigentlich der Grundstein dafür, dass man sich mitteilen kann und miteinander überlegen kann. Genau. Pues, y otra cosa también podría ser que incluso no solo para las compañeras latinoamericanas, sino como alemán, si como cosas tan pequeñas, por así decirlo, que es algo que nos duelen y es una herida que tenemos y que vivimos día a día, es que si alguien ve que alguna persona migrante, alguna persona extranjera está viviendo pues una experiencia racista, pues que se levante la voz y que se visibilice, porque muchas veces pasa que, o sea, nadie está ahí para decir como sí, basta, ¿qué está pasando? Y no es como tomar esta posición heroica porque no es algo que esperamos, sino es algo que se tiene que tomar conciencia por parte de todos. Eine andere wichtige Möglichkeit wäre eben, dass auch die, ja, gerade die Deutschen auch die Realität von migrantischen Frauen hier in überhaupt wahrnehmen und auch das Wahrnehmen, die Identität und das, was sie eben schmerzt. Es wäre eben schön, wenn ja, also rassistische Anfeindungen oder Anfeindungen gegen migrantische Frauen, wenn wir das mitbekommen, dass da eben Leute die Stimme erheben, also Zivilcourage zeigen. Das ist eben jetzt nicht
ist wichtig, nicht um jetzt irgendwie hier die Heldin zu spielen, sondern um ja einfach auch Bewusstsein zu schaffen für die Probleme und die Realitäten. Para finalizar a la pregunta, nos gustaría igual agregar de que nosotras tenemos el sentimiento de que sin acción el discurso no sirve de nada. Digamos de que si nosotras no nos ponemos, no podemos esperar que las autoridades hagan algo por nosotras. Und was sie auch noch sehr wichtig finden, ist, dass eben ohne Aktion ist die ganze Diskussion irgendwie auch sinnlos. Also es müssen eben auch Taten folgen und nicht nur die Diskussion. Y en cuanto a nuestra situación como mujeres migrantes, nosotras notamos acá que el problema se percibe como un hecho que es parte de otras culturas y como que acá no pasara, lo cual no es real. Nosotras tenemos conocimientos de mujeres migrantes que han sido violentadas por ciudadanos alemanes y europeos y que lamentablemente han tenido un largo proceso judicial en el cual las soluciones en realidad no son las mejores, digamos. Digamos que en realidad no se le toma la importancia que tiene el tema, que se mira hacia el otro lado. Und es ist jetzt Ihre Wahrnehmung als migrantische Frauen, dass es hier in Deutschland eben das Problem der Femizide oder Gewalt gegen Frauen sehr oft als Problem von anderen Kulturen, eben der Migranten innerhalb ihrer Kultur so abgetan wird. Es ist aber mitnichten so. Viele migrantische Frauen wurden von deutschen Staatsbürgern, von europäischen Bürgern misshandelt und ihnen Gewalt von ihnen angetan. Und es folgten dann vielleicht schon auf juristischer Ebene Prozesse, die dann aber auch oft sehr lang gedauert haben oder auch nicht das Ergebnis eigentlich eine Bestrafung des Täters dann beinhaltet haben, sondern Lösungen, die eigentlich nicht befriedigend sind. Okay, also ich bekomme jetzt hier eine Frage auf Spanisch aus dem Chat. Me gustaría unirme al grupo de lectura donde puedo obtener más información. Nos pueden seguir en la página de Instagram, es ni una menos NBG de Nuremberg. Ni una menos NBG. Okay, also man kann auf Instagram sie verfolgen, ni una menos NBG. Vielleicht könnt ihr das auch noch mal in den Chat reinschreiben. Genau. Y ahí en nuestras redes vamos a empezar a compartir los eventos de este año y eventualmente vamos a compartir el círculo de lectura. Mm-hmm. Und wir werden jetzt dann eben anfangen mit diesem Lesezirkel. Genau. Gibt es noch weitere Fragen hier im Raum? Im Chat sind auch keine mehr. Keine weiteren Nachfragen, keine Diskussionsbeiträge. Dann, doch, da ist noch eine. Sí, muchas gracias por su presentación y bueno, la lucha sigue. Y mi pregunta es, ¿qué crees, cómo va a pasar el próximo 8M? In Abiyajala. Kannst du vielleicht deine Frage sorry. Selber? Genau, ich habe mich bedankt und meine Frage war, was Sie denken, wie der 8. März jetzt dann in Abiyajala aussehen wird. Entspannende Fragen. Pues en Abiyajala se va a generar, al menos en México, igualmente una protesta multitudinaria. En donde, bueno, y no solamente en el 8 de marzo, también hay encuentros de mujeres indígenas, que no son precisamente en el 8 de marzo, por ejemplo, con las mujeres zapatistas. Esa creo que es en, ¿cuándo es? ¿En abril? ¿O en abril? Creo que sí. Pero el 8 de marzo, el 8M, pues son protestas multitudinarias. Y justamente pasamos unas diapositivas muy rápido que les queríamos enseñar
cómo habían sido las protestas, al menos en, pues, en la realidad mexicana. Also in Mexiko wird es zum Beispiel vielfältige Proteste geben am 8. März, aber nicht nur am 8. März, sondern auch ist zum Beispiel im April wahrscheinlich ein Treffen zwischen indigenen Frauen und Zapatista-Frauen geplant. Und jetzt werden Sie noch ein paar Folien zeigen mit Bildern von den Protesten. Por ejemplo, el 8M del año pasado, a las feministas en México, bueno, las llaman violentas, nos llaman violentas, entonces el gobierno mexicano decidió poner este muro alrededor del Palacio de Gobierno para proteger el edificio, para que las mujeres no lo maltrataran el 8M. En protesta, las mujeres decidieron poner los nombres de todas las mujeres que han sido víctimas de los feminicidios. Also im letzten Jahr, am 8. März, gab es, Proteste auch, und die Regierung hat aus Angst vor Gewalt bei den Protesten, hat sie so eine Mauer da rumgebaut, so einen Gitterzaun rumgebaut, und die Frauen haben dann die Gitter mit den Namen der ganzen getöteten Frauen an den Zaun gehängt. Y aunque estemos restringidas y en medio de una pandemia, siempre vamos a encontrar la manera de protestar y de mostrar nuestro disgusto, porque siempre se encuentran maneras. Ja, und sie werden also immer wieder protestieren und Widerstand leisten, und ja. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer, todavía no lo hemos decidido al 100%, pero Ni Una Menos Nuremberg va a asistir a la marcha y se va a unir, pues vamos a tejer redes con Ni Una Menos Múnich. Se va a hacer el performance de las tesis en Múnich, y pues no sé si alguien conozca la canción de Vivir Sin Miedo de Vivir Quintana, de Quintana, pues igual se va a presentar en la demo. Werden Sie auch auf jeden Fall sich an den Protesten beteiligen. Sie wissen noch nicht genau. Sie planen derzeit auch was gemeinsam mit Ni Una Menos München zu machen. Es wird zum Beispiel mit dieser Performance von dieser Gruppe La Tesis oder die Thesen, da werden Sie was machen, oder auch vielleicht mit diesem Lied Ohne Angst leben, wie wir es in Miedo von Peridana. Pero seguro vamos a estar con ustedes también. Und wir werden natürlich auch mit euch zusammen was machen. Ja? Aparte de sus acciones políticas, las marchas y todo eso, también sensibilizan a la gente alemana, por ejemplo, en escuelas o en otros foros como hoy, por ejemplo, y en donde lo hacen. Also neben den politischen Aktionen, die ihr durchführt, und den Demos und ja, also der Sichtbarkeit, die ihr schafft, sensibilisiert ihr auch in anderen Kontexten jetzt hier in Deutschland die Bevölkerung, zum Beispiel an Schulen, oder gibt es irgendwelche Plattformen, wo ihr dann auch aufklärt über die Themen? Lamentablemente, por la pandemia no hemos podido realizar acciones más conjuntas en escuelas o colegios. No podemos como que hacer algo comunitario donde asistan varias personas. En este momento es restringido. Normalmente hacemos picnics en verano, donde hacemos llamados abiertos a las personas. Han asistido personas de todas las edades. Also jetzt leider wegen der Pandemie konnten sie solche Aktionen nicht durchführen. In Schulen ist es einfach schwierig, auch reinzukommen. Und sie hatten noch vor der Pandemie eigentlich immer so Picknicks veranstaltet, die auch offen sind für alle Menschen allen Alters.
Y de acuerdo a eso también hemos podido participar en un evento de héroes, donde nos han invitado a tener una conversación online con jóvenes, donde pasamos una presentación sobre el tema feminicidio y cómo es vivir el feminismo, el otro feminismo, desde la decoronalidad. El grupo de héroes. Sí, héroes se llamaba. Héroes. Es un grupo, héroes es un grupo de personas extranjeras que se ayudan mutuamente. Ajá. Hombres, sí, la mayor de parte. Jóvenes, de, chicos. ¿Cómo? De chicos jóvenes, de varias nacionalidades. Okay. Mm. Also, es gibt auch eine Gruppe, héroes heißt die, die eben auch von Jugendlichen oder jungen Leuten organisiert ist. Und mit denen zusammen haben sie auch Aktionen gemacht, wurden da eingeladen, haben über Feminismus referiert und so. Also genau, so ähnlich wie hier. Mhm. Solo para mencionar súper rápido que en este Héroes es un grupo de jóvenes migrantes. Lo que nos llamó mucho la atención fue que no hubiera alemanes, lo que recalca mucho que se sigue pensando que en Alemania no existen los hombres machistas o el machismo, cuando es un grave error, que sí lo existe. Entonces ahí está un poco de, para nosotros nos llamó mucho la atención y bueno, solamente lo ponemos aquí en la plática para que también se pueda procesar y hablar un poco más de esa perspectiva, ¿no? Uh-huh. Also nochmal zu der Gruppe ROS. Also es ist eine Gruppe von jungen Migranten, also von männlichen Migranten, die eben auch nochmal darauf hinweisen wollen, dass diese Gewalt eben auch in Deutschland existiert und auch unter den Deutschen existiert. Y bueno, en la plataforma en Instagram vamos a estar haciendo este año llamados para participación en conversatorios en diversos temas feministas, aparte del círculo de lectura. Und auf Instagram gibt's auch immer wieder Einladungen zu Aktionen oder zu Gesprächen über Feminismus oder Veranstaltungen zu diesen Themen. Okay. Ja, gibt es noch Beiträge oder Wortmeldungen? Im Chat auch nicht? Gut, ich glaube, wir sind jetzt auch schon so ganz gut in der Zeit und haben sehr viele Informationen bekommen und einen guten Einblick in eine Realität, die wahrscheinlich so den, sage ich mal, den traditionellen Lateinamerika-Wochenbesuchern und Besucherinnen doch noch nicht so präsent ist. Und also ich war jetzt auch ganz beeindruckt, muss ich sagen, dass sich migrantische junge Leute auch organisieren zu diesen Themen hier in Deutschland. Das finde ich ganz toll und das ist wirklich, muss ich sagen, muss ich mich selber, war mir bis jetzt noch nicht so bewusst. Wir hatten leider noch nicht so viel Berührungspunkte und ich hoffe, dass wir das auch weiter ausbauen können und es ist wirklich sehr wichtig, uns gegenseitig wahrzunehmen, um eben gemeinsam miteinander agieren zu können und ich finde es ganz toll, dass da jetzt so eine Bewegung, dass es da verschiedene Bewegungen gibt, die wir noch gar nicht so auf dem Plan haben und hoffe, dass wir uns bei den nächsten Lateinamerika-Wochen da hoffentlich auch weiter miteinander vernetzen können und darüber hinaus. Vielen Dank. Okay. Danke. Auch nochmal an die Teilnehmenden im Chat. Vielen Dank, dass ihr in Internet, in Zoom, vielen Dank, dass ihr da wart.